Herzlich willkommen. Schön, dass wir alle hier sind. Ich grüße dich heute mal ohne Bild, denn ich habe gerade eben ein kleines technisches Problem. Immer wenn ich im OBS die Aufnahme starte, ist plötzlich ein Versatz zwischen Audio und Video. Aus mir unerfindlichen Gründen. Ich hatte das schon mal und auch wieder gelöst, das Problem. Aber jetzt ist es gerade wieder da. Also lasse ich mein Kamerabild mal weg und habe hier ein Symbolbild genommen, passend zum Thema. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank an diejenigen, die mich unterstützt haben, in der Vergangenheit wie auch jetzt kürzlich. Das motiviert, das erfreut mich sehr, dass ihr das wertschätzt und ja, herzlichen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank auch an diejenigen, die das Buch bestellt haben im Lühe Verlag zu den OERA Länderhandschriften. Euch möchte ich sagen, es wird an der dritten Auflage mit Hochdruck gearbeitet. Da werden ja, der gesamte Text wird auf Fehler korrigiert und es wird ein neues Vorwort geben. Vor allen Dingen wird es aber einen Index geben, ein Stichwortverzeichnis und auch noch Kartenmaterial, eine chronologische Übersicht und einiges weiteres. Also danke für eure Geduld und das Buch, die dritte Auflage, wird dann demnächst ausgeliefert werden. Ja, dann möchte ich sagen, dass jetzt mit dem letzten Video zum Untergang der altfriesischen Sprache ist sozusagen die erste Hälfte des Buches von Harm Menckens abgeschlossen und nun geht es weiter mit dem Hauptteil, mit den eigentlichen Burgentexten. Und damit ihr nicht so lange warten müsst, bis der nächste Teil kommt, werde ich noch zwei Videos von Jan Ott dazwischen schieben, beziehungsweise die habe ich zusammen mit ihm gemacht oder es ist eine Neuauflage zwei seiner Videos. Die werde ich also dazwischen schieben und dann geht es mit der eigentlichen OERA Länderchronik weiter. Es gab ja noch einen anderen Kanal, der das Thema aufgegriffen hat, der Kanal Hierophant. Der hat mich sozusagen inhaltlich überholt, weil er gleich zu den eigentlichen Texten gegangen ist. Der hatte sich allerdings, ich blende das hier gerade nochmal aus, an die Version von Hermann Wirth gehalten, die ja auch die bekannteste ist oder die auch im Netz kursiert. Ursprünglich in Frakturschrift, es gibt aber auch eine Textversion. Die ist wohl schon ganz gut, aber da fehlen einige Sachen und manches ist auch missverständlich. Ich möchte euch kurz hier zeigen, dass ich mich ja bisher an die Version von Harm Menckens gehalten habe. Und wie ihr ja schon bei einigen Einblendungen habt sehen können, der Mehrwert bei der Übersetzung von Harm Menckens besteht unter anderem auch darin, dass er den Text mit zusätzlichen Erklärungen versehen hat, nämlich in eckigen Klammern die Originalwörter. Und anhand dieses Vergleiches hier sehen wir das. Oben links ist eine Übersetzung von Emil Sturm aus dem Jahr 1959. Die kannte ich auch noch nicht. Da hat mich auch der Roland Willis darauf aufmerksam gemacht. Und wahrscheinlich werde ich die jetzt benutzen zum Weitermachen, denn es hat sich halt herausgestellt, dass zum Vorlesen die Version von Harm Menckens etwas schwierig ist durch die ganzen eckigen Klammern, die manchmal auch noch zusätzliche Erklärungen enthalten und man muss mit dem Auge das überspringen und da ist es schwierig, das wirklich am Stück fehlerfrei zu lesen, sodass ich dann viele Sätze ziemlich oft einspreche, bis dann der Satz richtig gut klingt. Und damit ich schneller vorankomme, werde ich mich an die Version von Emil Sturm halten. Es ist zwar rein rechtlich gesehen, bin ich jetzt nicht 100% sicher, ob das alles in Ordnung ist. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt eine gedruckte Ausgabe noch gibt, außer antiquarische Sachen. Die rechtliche Frage, das war wohl nur verlagsintern, da geht es um den Neudruck des Buches, da ist die rechte Frage nicht ganz geklärt, aber ich glaube nicht, wir glauben nicht, dass es ein Problem ist, wenn ich die Version von Emil Sturm zum Vorlesen benutze. Ja, und hier anhand dieser vier
eingeblendeten Texte, die jeweils die erste Seite abbilden, sieht man eben, wie die Forscher und Übersetzer einfach vorgegangen sind. Links oben, wie gesagt, Emil Sturm 1959, links unten das Faksimile vom angeblichen Original, auch von Jan Ott herausgebracht, kann man aber auch online nachschauen. Rechts oben von Jan Ott eine Transliteration aus seinem E-Buch von 2016 und rechts unten die euch schon jetzt mittlerweile bekannte Version von Harm Menkens, aus der ich eben die bisherigen Teile vorgelesen habe. Ich wollte eben nur darauf hinweisen, beim Harm Menkens steht hier zum Beispiel beim zweiten Satz, sie enthalten, / umfassen die Geschichte und in eckigen Klammern dann umbi fata. Somit erschließt sich der Bezug zur Bedeutung. Also wenn man jetzt nur schreibt, sie enthalten die Geschichte, dann lässt sich zum Original nicht der Bezug herstellen. Und umfassen klingt schon ähnlicher als zum Wort umbi fata. Ihr wisst, was ich sagen will. Ja, so werde ich jetzt also weitermachen. Danke für euer Interesse. Ja, kurzer Nachtrag. Das eben aufgezeichnete Video hat leider nicht bis zu Ende alles aufgezeichnet bzw. abgespeichert. Also ergänze ich das jetzt noch. Ich war gerade dabei zu sagen, bei Telegram habe ich teilweise mehr Aufrufe auf die Videos als bei YouTube, was mich einerseits freut, aber andererseits auch wundert, dass bei einem Zehntel der Abonnentenzahlen doch trotzdem mehr Videoaufrufe gibt. Und was ich noch sagen wollte, es gibt natürlich bei Telegram Dinge, die ich dort veröffentliche, die ich bei YouTube nicht veröffentlichen kann. Zum Beispiel eine Dokumentation über CDL. Würde ich das bei YouTube veröffentlichen, hätte ich mit 98%iger Wahrscheinlichkeit einen Strike und das Video würde gelöscht werden. Das sind einfach Erfahrungswerte. Ja, und bei Telegram ist das kein Problem. Auch bei BitChute ist es online, das Video. Es nennt sich ein universelles Gegenmittel. Ja, und das ist eben meine Synchronisation eines englischsprachigen Videos. Und danke nochmal an alle Synchronsprecher und Sprecherinnen, die dort mitgeholfen haben. Wenn ich Telegram und BitChute zusammenrechne, komme ich da auf 20.000 Aufrufe etwa. Das freut mich natürlich. Und das wurde dann auch gespiegelt, insofern da habe ich keinen Überblick, wie viel da noch zusammenkommt. Also wir können uns fragen, was wollen wir überhaupt noch bei YouTube? Ich habe keine Katze und ja, war jetzt ein Scherz. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich möchte jetzt beginnen, noch Livestreams wieder zu machen und werde das über Restream.io managen. Das heißt, ich kann gleichzeitig auf YouTube und DLive streamen und werde dann nach einer halben Stunde den YouTube-Stream ausschalten, damit man etwas freier sprechen kann. Bei DLive geht es ja ein bisschen freier zumindest. Auf Odyssey gibt es auch die Möglichkeit zu streamen, wobei ich mit meinem Kanal da noch diesen Tab nicht sehe. Die Funktionalität fehlt bei mir noch, aber Red Ice TV zum Beispiel hat schon live gestreamt, eine Direktübertragung gemacht, besser gesagt. Es funktioniert gut, aber warum das bei mir noch nicht geht, muss ich noch herausfinden. Dann werde ich natürlich auch da streamen. Dort habe ich knapp 1000 Abonnenten und bei DLive sind es, glaube ich, 250. Weil ich eben ein bisschen Eigenwerbung gemacht habe bei Telegram. Nur kam ich jetzt einfach nie dazu, mal abends auch eine Direktübertragung zu machen, was ich jetzt aber zumindest mir mal fest vornehme. Es gibt genug Verrücktes und Wichtigeres, was man kundtun kann.
Was es bringt und ob es was bringt, es steht auf einem anderen Blatt. Nun ja, es liegen schon wie immer einige andere Sachen auf dem Tisch, die noch gerne verfilmt werden möchten, aber eins nach dem anderen. Danke, bis dann.